Schönen guten Abend, liebe Freunde. Liebe Grüße aus dem Kinderzimmer. Ja, die Kleinen werden langsam munter. Einige sind schon unterwegs. Ja. Hier die kleine El Aurea, ihre Schwester, die Ella. Ja, und der Onkel oder die Tante, weiß ich jetzt nicht. Ja. Und die zwei Braunen. Ja. Da vorne ist die flotte Emma. Nee. Es ist der Onkel. Also die zwei, die sehen sich jetzt ähnlich. Das ist schon hammermäßig. Die Emma, die liegt da hinten mit Mrs. Black. Fayola soll sie heißen. Fayola schreibt sich Fayola. Fayola, auch ein schöner Name. Ob ich mir das merken kann, man weiß es nicht. Und da kommt der oder die Tante von den beiden. Gell? Und Frau Jula schläft kuschelnd mit ihrer Nichte, der Emma. So, bei den Braunen sollte ich eigentlich auch die Namen sagen. Aber ob ihr das jetzt glaubt oder nicht, ich weiß es nicht mehr. Ich muss es mir aufschreiben. Gell? Fayola ist noch hängen geblieben. Ist wahrscheinlich der komplizierteste Name. Gell? Und jetzt seht ihr auch, warum der Papa nochmal lange Hosen anhat und Strümpfe. Weil der junge Mann oder die junge Dame, die versucht jetzt ständig über das Bein zu klettern und fährt dabei natürlich die Krallen aus. Gut, sagen wir mal so, in der 500-Gramm-Klasse, wo die sich jetzt bewegen, da geht es noch. Aber wenn die dann mal ja, so 6, 7, 800 Gramm wiegen, dann sieht man die Kratzspuren deutlicher als das jetzt hier. Da so ein bisschen, ja. Wenn man die Füße so ansieht oder die Hände, die haben da schon mächtige Krallen dran. Ja. Und der große Fußzeh ist jetzt auch langsam Beute. Ja, wenn die dann abrutschen, dann mit voll ausgefahrenen Krallen. Ja, wie gesagt, momentan geht es noch. Ja, Papa war heute ein bisschen faul, hat sich nicht umgezogen. Und sofort muss er es büßen, gell? Irgendeiner kommt immer auf die Idee. Und testet den Papa. Yeah. Aber ich glaube, das ist ein Mädchen. Erkennt man am Gesicht eigentlich so ein bisschen. Ja, ich erkenne es. Aber wie gesagt, ich habe mich da schon mal böse täuschen lassen. Ja, yeah. Da war die Christelle dann hinterher der Hund Christo. Und die hatte eine ähnliche Zeichnung. Auch so ein bisschen ins Rötliche gehend. Ja. Und die diskutieren auch ganz lebhaft. Und die Kleinste hier, die hat jetzt 350 Gramm. Ihre Schwester, die hat 100 Gramm mehr etwa. Die ist, ja, da vorne in dem Pulk. Da liegt sie mit drin.
Aber wie gesagt, da ja die Kleine schon immer die Kleinste war und nicht so aussieht, als ob sie irgendwo so halb verhungert rumliegen würde. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Die ist also auch sehr flott unterwegs. Die zwei dorthin, die schenken sich gerade auch nichts. Entschuldigung. Gell? Und wenn man die zwei anguckt, den Elias und seinen Onkel, der mit der schönen Zeichnung auf der Schnute. Hier sieht man es vielleicht ein bisschen. Ich zoome mal ein bisschen ran. Damit ihr es seht. Ja, jetzt sieht man es natürlich, ne? Die haben auch vom Gewicht her kaum noch einen Unterschied. Nur die Ohren. Schaut euch die Ohren an. Ne? Die sind beim Onkel noch mehr, ich sage immer, babyhafter dazu. Ja, da sieht man es hier. Er, sie, es. Und dann unten der Eugen oder der Emil. Ich glaube, der Eugen ist es. Der hat schon wesentlich ausgeprägtere Kuni-Ohren. Ja. Und auch die Ella. Und hier, das sind noch so, ja, etwas unausgeprägtere. Aber wie gesagt, von der Größe kommt er jetzt auch hin. Ja. Und von daher, es wird jetzt langsam verdammt schwer, die zu unterscheiden. Klar, es gibt Merkmale, wo ich es noch ein bisschen leichter habe wie ihr, weil ich sehe die auch öfters. Und von daher kann ich mir das merken. Ja. Bloß mit den Namen tue ich mich einfach schwer. Ja, die kann ich mir nicht so wirklich merken. Gute E-Wurf habe ich drauf. Aber der F-Wurf, der guckt ja auch wieder so goldig. Gut, sieht man nicht. Roter Adler auf rotem Grund, gell? Jetzt wird es deutlicher. Ja. Wenn der so über die Rampe drüber wegspiegelt. Gell? Blub. Ja. Ich kann euch sagen, normal sollten die jetzt 2 Jahre lang so in der Größe bleiben und dann erwachsen sein. Ja. Und es geht ja rein vom Gedanke her schon mal gar nicht. Und du, großer Mann, erkennt ihr ihn? Das ist der Elias mit den weißen Pfoten. Ja. Leicht getigert. Ja. Und jetzt auch sehr mobil, genau wie seine Schwester. Und im Hintergrund der Onkel. Nicht die Emma. Ja, und wie ihr seht, heute mal alles ohne die Mamas. Gell? Ohne die Mamas. Gell? Habe ich vorhin Ella gesagt? Ne, das ist natürlich Ella Aurea. Die Ella liegt nämlich hier und ist gerade wieder am Einschlafen. So, das war's dann für heute wieder. Wir wünschen euch einen schönen Abend und später eine gute Nacht. Ganz liebe Grüße aus dem Kinderzimmer. Tschüss.